guten Morgen. Ja, herzlich willkommen auf dem ABB-Stand. Mein Name ist Martin Freiberg, Product Marketing Manager und Vertrieb Deutschland aus Emmendingen. Und ich möchte Ihnen gerne heute unser Solarenergiespeichersystem REACT 2 vorstellen. Kommen Sie bitte mit. Der REACT 2 hier an dieser Wand ist unser neues Solarspeichersystem. Es ist wesentlich verbessert worden im Vergleich zu der vorherigen Generation, dem REACT 1. Lauter, okay. Und ja, das Gerät ist zweiteilig aufgebaut. Sie haben hier im rechten Teil des Gerätes zunächst mal einen einphasigen Stringwechselrichter. Das ist ein ganz klassischer Solarwechselrichter mit 3,6 oder 5 Kilowatt AC-Nennleistung zur einphasigen Einspeisung ins Netz. Und hier im linken Teil ist die Speicherbatterie. Das ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 200 Volt Spannung und 400 Kilowattstunden Kapazität. Sie können das Gerät auch noch mal erweitern um zwei weitere Batterieblöcke. Also es ist ausbaubar auf 8 respektive auf 12 Kilowattstunden Batteriekapazität. Und Sie können das Ganze auch zu späterem Zeitpunkt tun. Sie müssen es nicht gleich am Anfang oder nach einer gewissen Zeit tun. Das Gerät ist einfach zu installieren. Sie haben hier unten am Gerät sämtliche Steckverbindungen vorhanden, seien es die Verbindungen vom Wechselrichter zu dem Batterieblock, seien es die Anschlüsse vom PV-Feld, sind MC4-Kontakte dran. Sie haben die Netzstecker und auch die Installation ist denkbar einfach. Sie sehen hier, wir haben eine kleine Wireless-Antenne. Das Gerät ist also mit drahtloser Kommunikation ausgestattet. Sie finden auf dem Typenschild vom Gerät einen QR-Code, den Sie mit Ihrem Mobiltelefon einscannen können. Daraufhin baut sich eine Kommunikation zwischen den Geräten auf und Sie können mit dieser ja, quasi App das Gerät vollständig in Betrieb nehmen. Sie müssen Datum und Uhrzeit einstellen, Sie müssen das Land auswählen und sofern alles richtig angeschlossen ist, gehen Sie schon in Betrieb mit dem Gerät. Ja, wie schon erwähnt, das Gerät ist auch anpassbar an Ihre Bedürfnisse später, was die Speicherkapazität angeht. Sie müssen dann diese Batterieblöcke auch nicht hier unbedingt nebendran hängen. Es gibt längere Verbindungskabel, Sie können also auch so einen Batterieblock, wenn Sie nicht so eine breite Wand zur Verfügung haben, zum Beispiel hier unten drunter anordnen oder oben drüber und den Platz bestmöglich ausnutzen. Die 200 Volt Lithium-Ionen-Technik hat den Vorteil, dass Sie auch einen höheren Systemwirkungsgrad für das REACT-System bekommen im Vergleich zu zum Beispiel 48 Volt Speichersystem. Das ist dank der höheren Spannung. Ja, darüber hinaus haben wir an dem Gerät zwei schaltbare Relaisausgänge. Das heißt, Sie können, je nachdem wie Sie PV-Energie zur Verfügung haben oder auch Batteriekapazität, Verbraucherlasten schalten. Sie können gewisse Bedingungen definieren im Gerät, ab wann diese Lasten eingeschaltet werden können und können demzufolge damit Ihren Eigenverbrauch aus dem Netz reduzieren. Das heißt, Sie können direkt die Verbraucher aus dem Solarstrom speisen und der Strombezug aus dem Netz wird dadurch reduziert. Darüber hinaus hat das Gerät einen Notfallausgang, einen Backup-Ausgang. Also wenn das Netz ausfallen sollte, muss ich üblicherweise ja einen Wechselrichter vom Netz trennen. Und dann geht dieser Wechselrichter in quasi Inselnetzbetrieb über. Das heißt, er schaltet intern um, hat auch wiederum einen Ausgang, an dem Sie eine Last einphasig mit 3 Kilowatt Leistung versorgen können, solange Sie PV-Energie haben oder Batteriekapazität. Eine weitere kommunikative Anbindung ist hier zu sehen, wir haben eine Anbindung geschaffen über das Protokoll des Wechselrichters an das ABB-eigene Hausautomatisierungssystem Free at Home. Und Sie können auf diesem Display von Free at Home ersehen, okay, ich habe die PV-Leistung, ich habe die Batteriekapazität und können dann auch wieder mit entsprechender Logikfunktion und Programmierung Verbraucher, die an dem Free-at-Home-System hängen, in ihrem Haus versorgen und schalten. Das Free-at-Home-System ist ein klassisches Hausautomatisierungssystem,
zur Steuerung von Licht, von Rollläden bis zur Alarmanlage und zur Heizung zum Beispiel. Und wir haben dieses React 2 eben in dieses System integriert. Des Weiteren gibt es hier eine kleine App. Das ist jetzt eine andere App als die zur Inbetriebnahme, die ich vorhin erwähnt hatte. Auf dieser App können Sie anzeigen, welche Energie gerade vom Dach, von der PV-Anlage kommt und wie viel davon in Verbraucher gelangt, respektive wie viel Sie davon noch ins Netz einspeisen. Ja, das Gerät ist jetzt in den letzten Zügen seiner Zulassung. Also wir müssen natürlich gewisse elektrische Zulassungen machen, was die elektrische Sicherheit angeht, EMV, auch die entsprechende Sicherheit des Batterieteils. Und wir können dann erste Geräte liefern ab September. Da geht dann die Serienfertigung los. Das Gerät ist erhältlich über unsere Distributoren, unsere Vertriebspartner. Da gebe ich Ihnen gerne noch ein kleines Faltblatt mit. Dort können Sie die Adressen ersehen. Und ja, das wäre so mein Vortrag an Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie noch Fragen haben, jetzt stehe ich natürlich so gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich darf jetzt fragen, gibt es Fragen an den... Ja, hier. Ja, erste Frage, ist das System ein- oder dreiphasig? Einphasig. Okay. Und wir haben Wechselrichter und Batterie. Ist das richtig? Bis zu welcher Kapazität bzw. Größe der PV-Anlage kann ich dort anschließen? Also der Wechselrichter ist ja entweder einphasig 3,6 kW oder 5 kW AC. Und dann machen wir üblicherweise ja eine Anpassung an die DC-Seite mit 1,1, 1,2 mit diesem Faktor. Und ja, das ist dann im Prinzip die DC-Leistung. Sie können natürlich mehr anschließen, aber das macht keinen Sinn. Der Wechselrichter nimmt es Ihnen nicht ab. Der Wechselrichter hat DC-seitig seine Strombegrenzung. Und wenn die eben erreicht wird, dann regelt er quasi die Leistung ab und nimmt die Energie nicht entgegen. Okay. Gibt es noch eine Frage, könnte ich noch zulassen? Gibt es offensichtlich nicht, Herr Freiberg. Dann danke ich Ihnen recht herzlich.